Im Internet werden sie viel beworben. Bluttests und Darmtests als Do-it-yourself-Paket für zu Hause. Unsere Bluttests verraten dir, ob du ausreichend mit lebenswichtigen Aminosäuren, Mineralien und Vitaminen versorgt bist. Man nimmt die Probe selbst und schickt sie mit der Post ein. Mir persönlich wäre es mir einfach zu unsicher, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde es nicht machen. Nein, definitiv nicht. Sobald sich ein großer Bluttropfen gebildet hat, nimmt ihn Eva mit den beiden Blutstäbchen auf. Ich finde es sehr interessant, sehr praktisch. Praktisch sind sie, die Selbsttests aus dem Netz. Immerhin spart man sich einen persönlichen Termin beim Arzt. Aber Mediziner warnen zu Vorsicht. Denn es können dabei viele Fehler passieren, die zu einem falschen Ergebnis führen. Schon bei der Probennahme, sagt Dr. Ulrike Siegmund. Da muss natürlich die Menge stimmen, die man entnimmt. Das ist ganz wichtig. Wenn zu wenig Menge entnommen wird, kann die Analyse verfälscht werden. Wenn zu stark gequetscht wird an dem Finger, an der Fingerkuppe, können auch Werte verfälscht werden. Auch die Temperatur, bei der eine Blutprobe gelagert und verschickt wird, ist entscheidend. Und wie lange sie in der Post unterwegs ist. Die Ergebnisse von Selbsttests daheim seien deshalb nicht immer zuverlässig. Warum sind Sie denn heute zu uns gekommen? Was führt Sie denn her? Ja, ich fühle mich seit letzter Zeit irgendwie müde und schlapp. Dazu kommt, bei den Tests aus dem Netz gibt es niemanden, der einem die Ergebnisse erklärt und einordnet. Dass dann die Patienten als Ergebnis eine mehrseitige, buntfarbige Analyse zugeschickt bekommen haben über das Ergebnis ihrer Stuhlprobe. Mit einer schriftlichen Erläuterung dazu, mit der sie aber nichts anfangen konnten. Und dann saßen sie schon etwas hilflos hier bei mir in der Praxis und haben mich dann gebeten, für sie diese Ergebnisse zu analysieren. Besonders fragwürdig seien die Darmtests für zu Hause, in denen die Bakterienzusammensetzung im Stuhl ausgewertet wird, sagt Professor Hans Hauner von der TU München. Weil wir einfach da noch viel zu wenig wissen, über den Nutzen und die Wertigkeit solcher Analysen. Und das trifft natürlich noch weniger zu, wenn das anonym über die Einsendung einer Stuhlprobe erfolgt und dann irgendein Brief zurückkommt und irgendwas empfiehlt. Das ist wirklich Humbug und reine Geschäftemacherei. Um die 150 Euro kostet so ein Darmtest. Zwar sind schon Fälle denkbar, in denen Selbsttests für zu Hause sinnvoll sein können. Wenn zum Beispiel gesunde Menschen ihre Ernährung umstellen und einfach neugierig sind, wie ihre Darmflora darauf reagiert. Bei gesundheitlichen Beschwerden aber sollte man lieber zum Arzt gehen, um Hilfe zu bekommen.